Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder ein Tutorial. Heute holen wir uns nämlich Capes kostenlos. Ihr geht auf die Seite minecraftcapes.net. Ich muss übrigens heute mal Edge benutzen. Und wir sind mit meinem Account drin. Aber ich mache es mit meinem Bruders Account. Weil er es noch nicht hat und da kann ich direkt ein Tutorial dazu machen. Also muss ich erstmal ein Logout machen. Und wir müssen uns registrieren. Das machen wir, indem wir hier auf Register drücken. Und dann kann ich die Adresse hier markieren. Und dann starten wir unser Minecraft. In Minecraft angekommen, gehen wir auf Multiplayer, auf Direct Connection. Und dann gehen wir hier die Adresse ein, die wir jetzt einfügen. Dann gehen wir auf Join Server. Und dann joinen wir eine Welt. Aber wir haben hier einen Code bekommen, den wir jetzt eingeben müssen. Also ich rufe jetzt mal den Browser ein bisschen hier hin, damit ich die Code hier eingeben kann. Hier ist der Code. Und der Code ist zufälligerweise. Warte, ich muss es hier eingeben. 8, 2. Also, ihr müsst es natürlich hier eingeben, ne? Nicht da oben und ne? Hier. 8, 2, 1, 5, 0, 2. Und ganz wichtig ist, dass ihr euch eingeloggt habt, weil ich kann. Also, ihr könnt euch jetzt halt nicht mehr mit diesem Code anmelden, weil ich das jetzt gemacht habe. So, da kann ich mir jetzt hier ein Passwort festlegen. Kaum habt ihr euer Passwort gemacht, seht ihr hier euren Skin. Das ist natürlich nicht mein Skin, weil es von meinem Bruder der Account ist. Hier könnt ihr euren Minecraft eigentlich wieder quitten, weil ihr braucht euer Minecraft nicht. Aber euer Minecraft-Launcher braucht ihr gleich wieder. Natürlich geht ihr jetzt halt erstmal hier auf Gallery. Da könnt ihr nämlich jetzt euch erstmal ein Cape aussuchen. Mein Bruder wollte ein Hacker-Cape und das kann man hier auch finden, wenn man hier jetzt runterscrollt. Hier ist dieses Cape, was mein Bruder haben möchte. Dann gehen wir hier auf Download. Haben wir es fertig gedownloadet, sehen wir es hier direkt. Und das können wir erstmal kurz vorerst auf unseren Desktop ziehen. Weil wenn die wollen, können wir das dann nochmal verändern. Wir können es öffnen und es ist auch animiert. Wie man hier sehen kann. Dann gehen wir jetzt in unserem Paint.net. Ich bin jetzt Paint.net, ihr könnt was anderes nehmen. Ich bevorzuge sehr gerne Paint.net. Das benutze ich eigentlich für alles, was ich mache. Und da können wir jetzt, halt, wenn ich jetzt hier ranzoome, kann ich jetzt halt hier beispielsweise ein X für Explosion reinmachen. Ich kann jetzt hier eine Schriftart auswählen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich nehme jetzt halt die. Und dann könnt ihr ein X machen oder irgendwie. So habe ich halt mein Cape auch gemacht. Und dann können wir noch die Schriftart vergrößern. Nochmal vergrößern. Und dann könnt ihr es dann dahin machen. Habt ihr es? Dann könnt ihr hier oben speichern. Auf OK. Da könnt ihr es wieder schließen. Dann müsst ihr, wenn ihr es öffnet, dann seht ihr hier schon das X. Und dann habt ihr das hier. Habt ihr Escape. So. Dann braucht ihr jetzt halt noch was. Da müsst ihr wieder zu eurem Browser gehen. Und geht nach oben und geht hier auf Download. Und dann könnt ihr Forge oder Fabric. Ich nehme jetzt halt mal Fabric, weil ich gern immer Fabric nehme. Und da stand auch kurz, wir brauchen Fabric API. Und darum gehen wir jetzt halt nochmal hier in neuen Tab, während das hier ladet. Was jetzt gleich fertig ist. Ach, downloadet das jetzt für uns. Wir geben beibehalten, weil es ist ja eine Jar-Ding. Eine Jar-File. Und da können wir jetzt hier Fabric API eingeben. Fabric API. Die wird hier gefunden. Und dann müssen wir hier auf den Link von CurseForge. Alle Links, wo wir hier benötigen, sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann gehen wir jetzt hier auf Download-File und downloaden uns das, wenn der Counter abgelaufen ist. Was ja jetzt auch abgelaufen ist. Dann wird hier wieder was gedownloadet. Dann gehen wir wieder auf Beibehalten, aber ja, das brauchen wir nicht. Dann drückt die Windows-Taste R. Und dann habt ihr hier %AppData. Ihr müsst es wahrscheinlich noch eingeben. Ich habe es aber schon im letzten Tutorial, übrigens Optifine habe ich auch verlinkt. Da geht ihr auf Minecraft, dann auf Mods. Wenn ihr den nicht habt, dann müsst ihr halt Rechtsklick drücken auf Neu und dann auf Ordner. Und den müsst ihr dann Mods nennen, wenn ihr es noch nicht habt. Aber dann geht ihr auf Mods und dann tut ihr die zwei Mods hier einfügen. Aber da ich die schon habe, dann passt es schon. Okay, da wir das jetzt alles gemacht haben, können wir jetzt hier wieder zum anderen Tab switchen. Und das Cape reinladen, weil das wird jetzt erstmal sehr wichtig. Da gehen wir jetzt hier auf Upload a Cape. Select a File. Und dann könnten wir das jetzt hier einfügen. Das heißt jetzt dann noch Cyber Luna Cape. Und hier sieht man, aha, das hat nicht funktioniert, wie es gewollt ist. Dann gehen wir nochmal auf Upload.
weil es war nicht das Richtige. Dann holen wir uns das hier und uns einfach hier reinkopieren. Ich habe es einen Bug gegeben, so Selector File. Tun es einfach mit Drag and Drop einfügen, dann haben wir es Upload. Und Error Animated Cape is for Premium. Only get Premium hier. Oh, das ist immer noch ein Animated Cape. Dann können wir das leider nicht nehmen. Dann tun wir jetzt einfach ein neues Cape machen. Wir gehen einfach auf Gallery und suchen uns da einfach ein Cape aus. Beispielsweise. Warte mal, was gefällt dir von den Capes? Gerade nichts. Auch nicht Minecraft Launcher. Auch nicht. Was, schau mal, kannst du auch ruhig ein bisschen näher zum Mikrofon kommen, dass man dich hört. So, ich tue das Mikrofon ein bisschen anzugehen. Hallo. So. Okay. Badline Lightning. Queen Galaxy. Queen Galaxy. Ja. Okay, dann gebe ich wieder auf Download und dann haben wir es gedownloadet. Dann scrollen wir wieder hoch. Und auf Upload Cape. Und sorry, wenn meine Stimme ganz anders auch heute ist. Ich bin nur leicht krank. Hust, hust, leicht, ne? Dann kamen in den letzten Tagen auch keine Videos so richtig. Und da haben wir jetzt Green Galaxy, das andere können wir löschen. Aber dann haben wir es und dann können wir einfach auf Upload. Und tada, hier haben wir das Green Galaxy Cape. Und natürlich können wir jetzt über Minecraft starten. Das können wir schließen, das brauchen wir nicht mehr. Und sehen wir uns wieder, wenn Minecraft gestartet ist. Sobald unser Minecraft gestartet ist, können wir auf Singleplayer gehen, irgendeine Welt. Jetzt gehe ich mal auf meine Tutorials-Welt, wo ich auch einige Tutorials immer wieder hochlade. Beispielsweise das Geschützturm-Tutorial. Das müssen wir eigentlich da auch noch spawnen, weiß ich nicht. Aber dann müsstet ihr euer Cape sehen. Sobald es fertig ist, werden wir es gleich in die Welt gekickt. Loading Terrain. Und wir sind jetzt über meinen Bruders-Account. Und wie man hier sehen kann, habt ihr das Cape. Es bewegt sich mit, wenn ihr auch läuft. Natürlich ist meine Schuld drin, weil es halt mein Texture Pack ist, ne? Aber wenn ich jetzt die Rüstung ausziehe, ihr seht, das ist von meinem Bruder der Account. Und da unten im Chat stand hier auch Explosion. Also es ist mein Bruders Account. Also es ist keine Verarsche hier. Also nicht, dass ihr denkt. Und ja, dann habt ihr euer Cape. Und damit könnt ihr jetzt immer spielen. Und das war's jetzt auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Ich habe auch gesehen, dass die meisten von uns noch nicht abonniert haben. Also abonniert mal bitte, weil geschätzt haben wir 284 Zuschauer und laut YouTube halt. Und es ist halt mehr als die Hälfte. Also über 60%. Aber Leute, das war's. Tschüss! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the website.